Was geht ab, ihr geilen Säule? Willkommen zurück zu Grand Theft Auto 5. Weiter geht's! So, wieder mal mit einer nächsten Mission gleich mal am Start. Aber erstmal zur Karre latschen. Da. Ich hoffe mal, meine Karre ist noch drin. Ja, die Karre ist bestimmt noch drin. Ja, mein Inferno ist aber leider nicht repariert. Schade. Schade, schade, schade. Sogar mein Radiosender ist noch drin. Das ist ja nice. So, warte mal kurz. Unterschlupf. Der Psychiater. Lester. Machen wir mal der Psychiater. Fahren wir. Obwohl, weißt du was? Wir gucken einfach mal, was näher dran ist. Lester ist da. Dann Psychiater. Ist denn Psychiater eine Mission? Wir fahren trotzdem einfach mal. Mal gucken, was das ist. Ich muss doch mal wissen, was man denn da machen kann. Und ich glaube, der Infernus. Mit denen können wir nichts mehr machen. Der Schrottreif, glaube ich. Der Reifen ist irgendwie im Arsch. Also hat nicht mehr wirklich viel Turbo drin. Von daher werde ich, glaube ich, gleich mal den Wagen wechseln. Denn das macht ja wenig Sinn irgendwie. Aber erst muss ich einen geilen Wagen finden. Na, der sieht doch schnieke aus. Der sieht doch geil aus. Ich hoffe mal, dass hier nicht irgendwo ein Cop am Start ist. Warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Na komm, komm, komm. Go, go. Und weg. Schnell, schnell weg von hier. Alter, ist das eine geile Karre. Alter, was für ein Motor, ey. What the fuck? Ey, was ist das bitte für ein Motor? Okay, nehmt zurück, was ich gesagt habe, von wegen Infernus ist geil. Alter, der Wagen ist auch richtig geil. Alter, der Motor alleine, ey, wie der abzischt, ey, what the fuck? What the fuck? Holy shit. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, 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 ja. Na, Siggi, Junge. Ja, ist klar. Na, Psychiater ist einfach so. Einfach nur zum Labern scheinbar. Okay, machen wir trotzdem Scheiß drauf. Labern war mal ein bisschen mit dem Psychiater. Jetzt weiß ich auch Bescheid, dass Psychiater einfach halt nur zum Labern ist. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Mission. Komm in, Michael. Ja, yeah, thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, actually, things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I can recognize a trigger when I see one. You know? Shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. My daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. Anyway, there's been this episode. You know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? Yeah. Even on the way over here, I think I killed someone. And you know what? I don't care. I'm sick, Doc. I'm a sick, hypocritical fuck. I agree. Which is why you should really bulk buy a batch of sessions. Na. Well, ich weiß nicht. Na, komm nachher, mach mal einfach. I just want to be happy, Doc. That's so bad? Okay. And what about your sexual behaviors? Man, I was doing okay. Then I with a working girl. Not good. I was not a good boy. That's not good. You're trying to make better choices. Well, we need more sessions. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos.
Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. You know, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. I mean, half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. Hell, I'm pretty average for this town, really. Wait a minute. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. I know that I'm just terrified that I'm sure you are, but that's really all we have time for. See you next time. Okay. Die Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle, erstens, was war das gerade für ein Sound? Auf einmal explodiert es da alles irgendwie, keine Ahnung, und ich weiß überhaupt nicht mehr, was abgeht. Und die zweite Frage, die ich mir jetzt gerade so nebenbei, bei so wie immer stelle, ist, wie oft kann man denn zum Psychiater da gehen irgendwie? Wie oft geht das? Also das würde ich ehrlich gesagt persönlich am liebsten jede Mission machen. Also vom wenigen, dass wir eine Mission machen und danach noch so nachher irgendwie zum Psychiater gehen. Das wäre verdammt fett. Und da ich weiß, dass wenn wir jetzt eine Mission starten, dass es einfach zu lange dauern würde, werde ich jetzt einfach mal in den Laden reingehen. Ne, ich meinte, werden wir uns um diese Fragezeichen-Nebenmission halt kümmern. Die dauern ja nicht so allzu lang, aber ich will mal gucken, einfach was hier so los ist. Wir könnten wahrscheinlich jetzt den Laden ausrauben und einfach uns Snacks kaufen. Ich werde vielleicht den Laden ausrauben oder doch nicht oder doch. Ah, ne, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ne, für was auch. Ne, habe ich keine Lust. Was ist denn davon los? Alter, die haben sich lieb, ey. LSPD, hands in the air now. What the fuck did he think was gonna happen? Alter, what the fuck, ey, was hier abgeht, ey, what the fuck? Mann, die haben sie ja auch nicht mehr alle, ey. Pumpt der da einfach mit der Shotgun da in die Karre, ey, what the shit. Eine geile Mucke nebenbei, er gefällt mir, richtig so chillig und so, oh ja. Das ist doch nice. Schön hier rumcruisen mit der geilen Mucke, ja. Das macht Bock. No, ich liebe einfach den Beatmaker Arius 4AC Beats. Könnt ihr in die Beschreibung abchecken, meine lieben Freunde. Link zu seinem Kanal ist drin. Und ja. Könnt ihr auch einfach hier unter euren YouTube-Videos sogar benutzen, denn die Beats sind copyright-free, solange ihr halt einfach die Songs in die Beschreibung packt, beziehungsweise halt einen Link zu seinem Kanal. Und ja, geile Mocke auf jeden Fall. Hey, baby. So, hey, what's up? What's cracking, ho? No, I'm out now. What's cracking, bitch? So, was ist denn das für eine Mission? Ist es so Hütchenspiel oder was? Oder was ist das? Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline. Straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well,
I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me it. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get too near. Oh! Da! Was geht denn ab? Holy shit! Alter Vater, ey. Sind wir bei Saints Row oder was? Ist hier los? Ist das mies, ey. Alter Vater! Holy moly, ey. Hey, geiler Scheiß auf jeden Fall, definitiv. Oh. Hey, what the fuck einfach nur. Alter, ist das... What the fuck, die schießen auch hier. What the shit, einfach nur, ne? Ist das crazy, aber irgendwie geil, ey. Gefällt mir, definitiv. Alter. What the fuck, ey. Ist das crazy, ey. Das ist einfach so krank, ey. Allein die Mucke, ich hoffe mal, die ist nicht GEMA geschützt. Das wäre nämlich nicht so geil. Ey, what the fuck? Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, mein Shrink ist gonna have a field day with this. Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Oh, shit. Okay, ist vorbei oder was? After that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Wie geil, ey. Boah, Alter, what the shit, einfach nur, what the shit, Alter. Ich muss sagen, Alter, die Nebenmissionen, die gefallen mir bis jetzt alle irgendwie. Ich finde die ganzen Nebenmissionen richtig geil. Außer vielleicht, ja, okay, außer vielleicht diese Auto-Rennmission, das ist halt eine, ja. Es geht. Aber trotzdem, so eine Nebenmission halt, sind geil, definitiv. So, wir sind schon bei 13 Minuten angelangt, meine Freunde. Von daher würde ich mal sagen, dass wir... Was sollen wir denn noch machen hier? Wir könnten rein theoretischerweise doch nochmal kurz beim Ammunition-Laden vorbeischauen, glaube ich, oder? Okay. Geiler Beat irgendwie. Hart am Stöhnen, die geile Sau. Auch geil, ja. Wir schauen nochmal ganz kurz beim Ammunition-Laden vorbei, würde ich sagen. Was haben wir für Waffen am Start? AK, MP. Wir haben nebenbei noch lange gar nicht mehr geschossen, also mit einem Sturmgewehr. Wir schießen meistens halt mit der Pistole aus dem Auto. Ne, neue Knarren sind hier nicht so wirklich am Start scheinbar. Kann mir auch nichts Neues kaufen, ne. Ich könnte mir aber mal eigentlich so eine Nahkampfwaffe kaufen, ehrlich gesagt. Was haben wir eigentlich als Nahkampfwaffe? Unsere Fäuste nur, ne? Ja, dann werde ich, glaube ich, mir mal eine Nahkampfwaffe kaufen. Und zwar... Was kaufe ich denn? Eine Flasche oder ein Hammer? Ja, ein Hammer. Warum denn nicht? Hammer ist immer gut. Und wo ist der jetzt ausgerüstet, bitte? Ach so, man kann das gleich... Ach so, ah, jetzt kapiere ich das System erst. Man kann das so wechseln.
Ach so, okay. Die macht mir Schaden, sehe ich da gerade. Okay, geil. Haben wir auch da eine andere Person? Ach so. Ja, das muss man nur mal wissen, ne? Wie das ist. Granaten kann man sich hier kaufen. Ah, Granaten. Ja, warum nicht? Komm, Granaten. Granaten gehen immer. Alter, wir haben so viel Granaten jetzt. Wir haben nur noch 800 irgendwie. Wir haben so viel Granaten gekauft. What the fuck? Egal, scheiß drauf. Für was sollen wir denn sonst das Geld ausgeben, ne? Ich meine, Kleider... Gibt es eigentlich ein Kleidergeschäft? Ich habe es noch nie gesehen. Geldautomat, Lester, Unterschlupf. Kann es sein, dass die Kleidergeschäfte gar nicht mehr drin haben? Finde ich aber ein bisschen blöd, dass die keine Kleidergeschäfte mehr drin haben. Oder sind hier Kleidergeschäfte da noch irgendwo drin? Moment. Stand für Stripklöwe, Unterschlüpfe, Seilbahn. Seilbahn, geil. Triathlon, Lester, Kino, Golf, Garage, Friseursalon, Fremde und Freaks, Fahrgeschäft. Nö. Fahrgeschäft? Wie Fahrgeschäft? Irgendwie kann man ja sich auch Autos kaufen, irgendwie, ne? Das Garage. Ach, da geht's noch weiter runter. Autowaschanlage, Ammunition. Aha. Ja. Schade, dass da nicht noch steht, irgendwie, was ein Fahrgeschäft jetzt ist. Was kann man sich da Sachen ausleihen? Ist es vielleicht dieses Fahrgeschäft, wo man sich die ganzen Bikes da ausleihen kann oder was? Garage in Winewood. Kann man sich die Garage da kaufen oder was? Aha. Kino. Ist auch am Arsch der Welt. Persönliches Fahrzeug. Ja, okay. Aber warte mal kurz. Vielleicht kann ich ja über mein Handy irgendwie. Schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtiger. Bla 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 bla. Und so weiter und so fort. SMS. Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich nochmal besonders. Nächstes Mal wird es echt übel. Ja, bla bla bla. Ist noch für früh zu Tennis erwähnen. Bla bla bla. Schlägerhaltung, lass nach. Aha. Shoplisten. Aha. Internet. Kann man denn hier irgendwie irgendwo sich eine Karre kaufen? Geht das vielleicht? Wo kann man sich denn eine Karre kaufen? Hm. Ah, hier sind die Karren. Ich glaube, Legendary Dingenskirchen ist schon perfekt. So, was haben wir denn da? Ich würde gerne... Okay, die Preise sind schon mal sehr, sehr geil. Boah, was für eine Karre. Alter. Hohoho. Hot. Alter, was für Karren hier sind, ey. Boah, Alter, was für ein Gerät, ey. Aber am geilsten ist das irgendwie, keine Ahnung. Sieht irgendwie leicht so Batman-mäßig aus. Das Ding. Alter. Warte mal kurz. Hubraum, Motorleistung. Kann ich denn gleich richtig vergleichen? Ha? Motorleistung 750 FPS. Okay. Turismo, Alter. Hoha. Das sind auf jeden Fall geile Karren am Start. Ja, dafür muss ich auf jeden Fall erstmal sparen. Das ist klar. Aber dann weiß ich auf jeden Fall schon mal Bescheid. So, meine Freunde, da wäre ich auch schon wieder. Kurzes Standbild gehabt. Warum auch immer wieder mal. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, wie ich mir denn die Karren besorgen kann. Und damit werde ich auch erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Grand Theft Auto 5 wieder. Haut rein, ihr Ficker!